kann man so ein Vieh überhaupt normal tragen? Lasst es uns rausfinden, direkt nach dem Vorspann. Liebe Freunde japanischer Armbanduhren, heute schauen wir uns einen echten Brocken an. Und zwar ist das die Citizen Pro Master Professional Diver BJ805601E. Die Uhr kommt hier in einer besonderen Verpackung mit einem speziellen Muster. Und wir haben hier die Ecozilla in der Godzilla-Version. Die Uhr gibt es in zwei Farben, einmal mit diesem dunklen Ziffernblatt und einmal mit einem roten Ziffernblatt. Jedes Modell ist auf 2400 Stück weltweit limitiert. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Uhr zum Sammeln, eine richtige Rarität, eine Besonderheit. Wir schauen uns die genau an und finden raus, ob diese Größe Uhr überhaupt noch am normalen Handgelenk im Alltag zu tragen ist. Die Ecozilla ist eine Quarzuhr, eine Solarquarzuhr. EcoDrive heißt das bei Citizen. In der Uhr ist das Werk B873 verbaut, ein Solarwerk, das oberhalb der normalen Solarwerke der EcoDrives in Pomastern anzusiedeln ist. Normalerweise ist da zum Beispiel ein E166 oder 168 drin. Die sind deutlich kleiner mit einem breiten Werkshalterring, während hier das 873 eine volle Größe Werk ist, eine ganze Platine und auch etwas hochwertiger und teurer ist als in der normalen Pomaster. Ganz besonders auffällig ist natürlich die markante Form der Ecozilla. Wir haben hier in dem Durchmesser ohne die Krone 48,2 mm und eine massive Dicke von 18,5 mm. Das sind also schon gewaltige Abmessungen. Das Gewicht liegt knapp unter 200 Gramm. Das Blatt ist deutlich kleiner. Diese Special Edition ist anlässlich 35 Jahre Promaster und 70 Jahre Godzilla aufgelegt. Ein ganz cooles Match. Also die bekamen den Spitznamen Ecozilla, Mischung aus Godzilla und EcoDrive. Und jetzt gibt es die Collab mit Godzilla als Sondermodell. Das Blatt hier trägt eine auffällige Struktur. Hier bei diesem Modell grau mit einem bläulichen Stich mit einem Muster, das der Haut von dem Godzilla-Monster nachempfunden sein soll. Ebenso der äußere Bereich, der so eine Struktur eingefräst hat, die auch diese Haut wiederholt. Hier außen ist typischerweise für die Ecozillas eingefräst Professional Diver 300 Meter. Die Uhr verfügt über ein Datum schwarz auf weiß, sehr fette, gut ablesbare Zeiger. Der Sekundenzeiger tickt souverän und trifft hier bei der Uhr genau die Indizes. Eine Besonderheit ist, dass die Krone hier links liegt. Das soll verhindern, dass die Uhr am Handgelenk einschneidet. Das funktioniert auch gut. Das Einstellen ist deswegen aber ein bisschen ungewohnt. Bei einer Solaruhr aber nicht so tragisch. Die läuft halt einfach durch. Die Uhr ist hier beim Sondermodell dunkel beschichtet. Wirkt sehr gut. Das Band ist komplett integriert. Es ist tauschbar. Also wenn es defekt ist, gegen dasselbe tauschbar. Andere Aftermarket-Bänder passen hier an die Uhr, dann eher nicht. Wir haben hier eine Riffelung. Sieht so aus, als könnte man hier die Lünette drehen. Das funktioniert aber nicht. Die Lünette ist drehbar, indem man hier oben drauf greift. 60 Klicks. Man hört es deutlich rasten. Das funktioniert. Und wie bei allen Ecozillas ist ein bisschen Spiel, ihr hört es, von oben nach unten. Aber nicht tragisch. Ich bin sicher, dass das eine ultra robuste Uhr ist. Robust
ist auch die Wasserdichtigkeit. Wir haben hier eine Professional Diver, 300 Meter wasserdicht. Also nicht nur irgendeine Taucheruhr, 200 Meter Diver, sondern Professional Diver, die kann richtig was. Die Professional Diver heißt, die kann auch lange Zeit unter Wasser sein, wenn also ein Berufstaucher damit unter Wasser arbeiten würde. Also von den Ecosillas, die sind normalerweise eher mit einem silbernen Gehäuse, für mich eine der schönsten. Ich finde beeindruckend die Dreidimensionalität, die Tiefe dieser Uhr. Ich bewege die mal ein bisschen. Ihr seht, das Ziffernblatt ist hinter dem dicken Glas, Mineralglas, sehr weit zurückgesetzt und erzeugt eben hier eine sehr plastische Wirkung. Also in der Hand überzeugt die Uhr erstmal vollends. Das Band ist eher ein geschmeidiger Kunststoff, will ich sagen, aber dadurch, dass es sehr dick und massiv ausgeführt ist, dann eben doch nicht sehr biegsam. Wir haben hier diese typischen Wellen, um ein bisschen Dehnung zuzulassen. Ikonisch wie die ganze Uhr ist auch die Schließe. Wir haben hier also quasi den ersten Keeper mit an der Schließe. EcoDrive ist ja gut sichtbar eingefräst, also sehr massive Hardware, die wir hier haben, die die Uhr auch sehr, sehr sicher am Handgelenk befestigt. Also ultra cool, die Optik ist faszinierend, die Uhr ist limitiert und mit, ihr habt es eben gesehen, 6,49 Liste fürs Gebotene gar nicht mal übertrieben teuer. Geliehen hat mir die Uhr für ein Review wieder der liebe Toni Aktan, der auch in unserer Facebook-Gruppe ist. Wenn ihr gute Deals für Uhren haben wollt, schreibt ihn mal an. Schaut auf Rubingold, das ist seine Website. Und wenn ihr diese Videos gerne schaut, zwischendurch möchte ich euch bitten, unten ein Like zu setzen, vielleicht sogar eine Glocke zu setzen. Und wenn euch irgendwas interessiert, hinterlasst gerne einen Kommentar. Jetzt schauen wir uns die Frage der Fragen bei so einer Uhr an. Cool ist die, aber kann ich die überhaupt tragen? Wir vergleichen die mal mit Uhren, die ihr vielleicht bei euch habt, und vielleicht hilft das, die Größe einzuschätzen. Ich habe hier auch eine Quartz Professional Diver, eine Seiko 300 Meter Tuna. Und ihr seht schon, bei der Tuna hat man oft die Frage, ist die nicht zu massiv, ist die nicht zu groß? Und ich habe jetzt den gleichen Abstand, ihr seht, sowohl von der Dicke als auch vom Durchmesser ist die 300 Meter Tuna eher eine kleine Uhr gegen die Ecosilla. Also die trägt sich am Handgelenk wie eine SKX. Die möglicherweise nicht. Jetzt gehen wir einen Step nach oben. Die wunderbare Orca. Im Durchmesser, wir haben hier ja 48, ist sie nicht ganz so groß. Wir haben 45 insgesamt. Durch das größere Ziffernblatt wirkt die aber gar nicht kleiner. Ist aber bedeutend flacher. Ihr seht das. Und die trägt sich ohne Probleme. Ist eine auffällige Uhr. Und ist auch auf jeden Fall eine günstige Wahl, wenn man sich nicht an die Ecosilla rantraut und trotzdem eine ikonische Citizen haben will. Die Orca auf jeden Fall ihr Geld wert aktuell, um die 200 Euro zu bekommen. 200 Euro ist der aktuelle Preis des Bandes der 300 Meter Tuna. Also das Band dieser Uhr ist die komplette Uhr. So, jetzt gibt es aber auch Uhren, die noch größer als diese sind und gut tragbar sind. Wir haben hier G-Shock. Hier die Gulfmaster. Nochmal eine ganze Ecke größer. Ihr seht es, auch ein größeres Blatt, also eine richtig große Uhr. Und in der Dicke auch nicht weniger. Hier die muss man schon tragen wollen, aber die trägt sich ordentlich. Die kann man im Alltag tragen. Hier die wiegt halt erst einiges mehr und ich ziehe sie einfach mal an und dann schauen wir uns das mal an. So, da ist die Uhr am Handgelenk. Also komfortabel ist die auf jeden Fall.
durch die integrierten Bänder hat die halt von oben nach unten eher eine geringe Ausdehnung, aber trägt also richtig ordentlich auf. Entscheidet selber, ob man das im Alltag will. Es ist auf jeden Fall eine ikonische Uhr. Ich finde es richtig cool, wenn der Uhrenfan sofort erkennt, oh, der Mann, der trägt eine Ecosella und der will die auch tragen. Der will zeigen, dass er eine besondere Uhr am Handgelenk hat. Ich kann mir gut vorstellen, in sommerlichem Outfit mit kurzen Ärmeln etc. Ein richtig cooles Stück, das man gerne präsentiert. Wäre mir also auf keinen Fall peinlich. Die Uhr schreit quasi, ja, ich bin was Besonderes. Ja, im Büroalltag passt die dann doch eher nicht. Hier seht ihr das Band. Das Gewicht, wenn ich die jetzt hier so habe, stört auch nicht besonders. Ich würde aber vermuten, dass wenn ich die einen Klick lockerer trage, würde die sich schon ordentlich hin und her bewegen. Die Optik finde ich ultra scharf. Wäre es mir eigentlich auch wert, ab und zu mal eine besondere Uhr am Handgelenk zu haben. Wie man es bei einer professionellen Taucheruhr erwartet, ist die Leuchtmasse reichlich aufgebracht, leuchtet kräftig und lange nach. Vielleicht ein nettes Detail, was einem erst auf den zweiten Blick auffällt, was für alle Ecosellas gilt. Ihr seht, die 20 und 40 ist größer als die 10, 30 und 50. Und da musste ich zweimal gucken, wo ist denn die Größe gewonnen? Der und der Block ragen etwas auf diese Lünette rauf, während die 10, 30 und 50er Blocks schmaler sind. Ihr seht das, die 40 steht hier ein bisschen über, die 50 nicht. Das ist vielleicht ein Detail, das nicht auf den ersten Blick auffällt. Was auch erst auf den zweiten Blick auffällt, ist der Boden. Hier seht ihr die Pranke des Godzillas. Der Boden ist geschraubt. Man kommt hier so ans Werk. Und wenn man das Band wechseln will, müsste man hier diesen äußeren Ring abschrauben. Die Krone ist geriffelt und hier findet sich kein eingefrästes Logo drauf. Das war also die Ecosella in der Godzilla-Variante. Ist das was für euch? Schreibt es in die Kommentare. Auf jeden Fall wollte ich euch die Uhr nicht vorenthalten, auch wenn die bestimmt nicht was für jeden ist. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.